Ständig war die Rede von Solidarität. Man müsse solidarisch sein mit den Alten und Vorerkrankten, mit denen, die durch das Coronavirus am meisten gefährdet sind. Vertreter aus Politik und Wissenschaft verkündeten, Solidarität würde bedeuten, sich an die von ihnen verordneten Maßnahmen zu halten. Mundschutz tragen und Abstand zu den Mitmenschen halten. In Zeiten einer grassierenden Pandemie ist es nicht solidarisch, das Ansteckungsrisiko, andere zu infizieren, zu minimieren, sondern es ist einfach nur vernünftig. Rücksichtnahme ist keine Solidarität. Solidarität lässt sich auch nicht von oben diktieren und bei Nichteinhaltung sanktionieren. Sie ist niemals passiv, sondern muss immer eine aktive Haltung sein. Solidarisch in dieser Krise waren die Menschen und sind diese Menschen, welche Telefonketten organisierten und denen halfen, die durch das Virus am meisten gefährdet sind. Und eben nicht diejenigen, die andere denunzieren, weil sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Solidarisch waren auch diejenigen, welche eben nicht auf Distanz blieben, sondern auf die Menschen zugehen, die am meisten unter den verordneten Maßnahmen zu leiden haben. Wie zum Beispiel Menschen, die isoliert zu Hause sind, dort Gewalt erfahren oder gar kein Zuhause haben. Solidarität bedeutet, der Zerstörung unserer Umwelt einen Riegel vorzuschieben, damit solche Krisen nicht ständig aufs Neue entstehen. Es bedeutet, hinzuschauen und diejenigen nicht zu vergessen, die in den Gefängnissen und Lagern dieser Welt dem Virus und Seuchen aller Art schutzlos ausgeliefert sind. Solidarität würde bedeuten, das Sterben im Mittelmeer und dessen Ursachen wie Kriege und Armut zu beenden, sowie die politisch verantwortlichen und wirtschaftlichen Profiteure zur Verantwortung zu ziehen. Solidarisch sind wir, wenn wir Arbeitskämpfe gerade auch in den unterbezahlten, sogenannten systemrelevanten Berufen zu unserer aller Angelegenheit machen. Wenn wir uns gemeinsam gegen die zunehmende Verdrängung und Wohnraumverknappung zur Wehr setzen. Wenn wir Freiräume schaffen und verteidigen und jeden Menschen unabhängig von der Größe seines Geldbeutels Zugang zu Bildung und Kultur hat. Wenn wir Homophobie, Sexismus und Antisemitismus in diesen Räumen nicht dulden. Wenn wir rassistische Angriffe auf unsere Menschen als Angriffe auf uns alle verstehen. Die Faschisten aus unseren Straßen sowie wie aus unseren Vierteln zu treiben. Solidarisch sein heißt, auch nicht wegzuschauen, wenn Menschen aufgrund ihrer Haut oder Haarfarbe, aufgrund ihres Nachnamens, ihrer Kleidung oder Frisur von Polizisten oder Ordnungsbehörden schikaniert werden. Lasst uns nicht einfach nebeneinander herleben und stattdessen gegenseitig unterstützen. Helft euren Nachbarn, schaut nicht weg, wenn sie Probleme haben. Lasst uns gemeinsam ein solidarisches Viertel aufbauen, eine Stadt von unten organisieren und eine Welt erschaffen, in der die vorhandenen Ressourcen nachhaltig genutzt und allen zugänglich gemacht werden. Solidarität, das ist der Kampf für eine klassenlose Gesellschaft.